Hallo Mädels, ist schlechte Laune wirklich ansteckend? Zuerst die schlechte Nachricht. Ja, miese Peter ist ansteckend, die gute Nachricht aber, Frohnaturen sind es ebenso. Die Experten bestätigen das eine wie das andere ohne zu zögern. In der Fachwelt hat das Phänomen ein komplexer psychologischer neurowissenschaftlicher Vorgang, nämlich eine eigene Bezeichnung. Man spricht von emotionaler Ansteckung. Aber wie kommt es zu einer solchen? Schlechte Laune ist schließlich kein Virus, das mal eben überspringt. Je näher uns ein Mensch steht und je mehr Zeit wir mit jemandem verbringen, umso schneller erfolgt die Ansteckung. Wir haben dann ein Bedürfnis nach Synchronisierung. Das heißt, wir wollen nicht nur mitfühlen, sondern es geht darüber hinaus. Wir fangen an, jemanden, der mit uns Zeit verbringt, unbewusst nachzuahmen. Wir nehmen seine Körperhaltung an. Emotionale Ansteckung erfolgt auch oft nonverbal. Ganz unbeabsichtigt übernehmen wir dann die Gestik unseres Gegenübers und seine Mimik. Wir atmen womöglich sogar im gleichen Rhythmus. Und ist unser Gesprächspartner deprimiert, machen wir uns vielleicht auch seine Seufzer zu eigen. Interessant ist, was dann geschieht. Eine Körperhaltung gibt dem Gehirn ein Signal und das Gehirn zieht dann seine Schlüsse daraus. Wir gucken zum Boden, wir schauen gar nicht mehr in die Luft und öffnen unseren Brustkorb. Dann muss irgendwas los sein. Wahrscheinlich sind wir dann traurig. Und schon macht sich das entsprechende Gefühl in uns breit. Die schlechte Stimmung ist da. Es ist also der Körper, der die Botschaft zuerst aussendet, indem sich mit dem anderen Menschen synchronisiert. Wie unwillkürlich das passiert, haben wir alle schon mal erlebt. Jeder weiß, wie ansteckend Genen ist. Viele Wissenschaftler machen dafür die Spiegelneuronen verantwortlich. Diese erst seit den 90er Jahren bekannten Nervenzellen zeigen beim Betrachten eines Vorgangs und damit auch, wenn wir die Bewegungen unseres Gegenübers beobachten, das gleiche Aktivitätsmuster, als hätten wir selbst den Vorgang ausgeführt. Das kann in uns eine imitierende Handlung auslösen. Auch von munteren Zeitgenossen springt auf diese Weise der Funke über. Kommt jemand in den Raum und verbreitet sofort gute Laune, lacht und hat eine aufrechte, offene Körperhaltung sowie eine fröhliche Stimmlage, fängt man an, auch das nachzuahmen. Und dann bekommt man die Feedback-Schleife vom Gehirn. Das Ergebnis? Wir fühlen uns wohl. Und es gibt sogar eine Möglichkeit, sich vor der Ansteckung durch miese Peter zu schützen. Das kann man mit einem sehr bewussten Erleben. Zunächst muss einem klar werden, dass man plötzlich schlechte Laune hat. Manche Menschen merken das gar nicht selbst und dann muss man den Ursprung dieser Gefühle herausfinden. Kennt man den, kann man sich distanzieren und feststellen, denn in meinem Leben ist alles in Ordnung, mir muss es nicht schlecht gehen. Also Brust raus, Kopf hoch, Krönchen richten und weiter.